Hunde, Katzen, Hamster, Goldfische. Wir alle haben oder hatten ein Haustier. In dieser Episode der Top 10 werden wir über unsere vierbeinigen Freunde sprechen oder genauer gesagt über 10 Hunde, die an seltsamen Orten stecken geblieben sind. Wer selbst einen Hund hat, weiß, dass sich unsere Begleiter für absolut nichts zu schade sind. Es war nicht leicht, eine Auswahl für unsere Liste zu treffen. Jeder Vierbeiner hat es eigentlich verdient, auf Platz 1 zu kommen. Jedes Video ist gleich witzig. Aber keine Sorge, alle Hunde, die wir zeigen, blieben unverletzt. Sie steckten höchstens fest. Hoffentlich stoßen wir dich nicht vor den Kopf, wenn wir uns über die Ungeschicklichkeit unserer loyalen Schnüffler amüsieren. Bist du bereit? Dann fangen wir an. Verführerischer Karton. Dieses süße Kerlchen steckt mit dem Kopf in einer Pappschachtel fest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir persönlich knurrt nachts oftmals der Magen und gibt mir Bescheid, dass es Zeit für einen Mitternachtssnack wird. Diesem Leidgenossen muss es in dieser Nacht genauso ergangen sein. Sein leerer Bauch, Hunde haben ja immer Hunger, hat ihn wohl zur erhofften Mahlzeit geleitet. Nur in seinem schlaftrunkenen Zustand hat er nicht registriert, dass die Schachtel längst leer war. Mit der Schnauze, dem Duft des Futters hinterher, versuchte er noch, einen letzten Krümel zu ergattern. Das Ergebnis? Eine neue Kopfbedeckung. Ob das wohl ein Zeichen war, nachts lieber nicht seinen Hungergelüsten nachzugehen? Scheint zumindest eine annehmbare Theorie zu sein. Zwischen Mauer und Zaun. Jeder, der einen vierbeinigen Freund hat, weiß nur zu gut, wie sehr er uns vermisst. Wenn wir das Auto starten, das Tor währenddessen öffnet und wir ganz im Trott versunken warten, loszufahren, ergreift er die Gelegenheit, doch noch auf den Beifahrersitz zu hüpfen. Am liebsten würde er mitkommen, selbst wenn wir zur nervigen Arbeit müssen oder nur einen kleinen Last-Minute-Einkauf erledigen wollen. Jedenfalls vermuten wir, dass dieser Prachtbursche genauso gedacht und sich dabei ein wenig verschätzt hat. Im Eifer doch noch mitzukommen, hat er sich ordentlich verrannt und endete zwischen dem Zaun und der Mauer. Aber er lächelt trotzdem. Das Gartentor. Wer kennt das Peter Pan-Syndrom nicht? Manche versuchen, ihr ganzes Leben lang nicht erwachsen zu werden und für immer ein Kind zu bleiben. Ob das unseren treuen Begleitern genauso geht, ist nicht wissenschaftlich belegt. Doch dieses Bild wäre ein guter Anlass, das mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Liebe Vierbeiner, auch ihr müsst den Fortlauf der Zeit verstehen und dass jene Wege, die ihr noch als Welpen vor ein paar Wochen mit Leichtigkeit nehmen konntet, euch jetzt versperrt sind. Die paar extra Kilos passen ab sofort nicht mehr durch die Gitterstäbe des Tores. Schreib uns in die Kommentare, ob dein Hund auch immer noch denkt, ein Welpe zu sein. Der Kampf mit den Fensterrollos. Der italienische Schriftsteller Giacomo Leopardi beobachtete 1800 seine geliebte Silvia vom Fenster aus. Und dieser Kandidat scheint wohl dasselbe zu tun. Wer erinnert sich nicht, heimlich seinen Schwarm beobachtet zu haben, entgegen jeder Chance und Vernunft? In der Schule, im Park, an der Bar, im Restaurant und für diejenigen, die mehr Glück hatten, bequem vom eigenen Fenster aus. Sein Herrchen sollte also nicht beunruhigt sein, wenn er sich beim Stalken seines Herzblatts ein bisschen verheddert hat. Vermutlich dackelte das Objekt der Begierde gerade lässig vorbei und bemerkte den sehnsüchtigen Blick. Erschrocken hat sich unser Protagonist verstecken wollen und sich dabei so tollpatschig wie nur möglich angestellt. Wir können uns gut vorstellen, wie peinlich es dem verliebten Vierbeiner gewesen sein muss. Unerbittliche Sofakissen. Wer hat es nicht schon selbst erlebt? Man liegt hundemüde im Bettchen und rutscht langsam in die Mulde zwischen Matratze und Wand. Am nächsten Morgen wacht man so richtig gerädert mit Rückenschmerzen auf, als ob ein Lastwagen über einen rübergedonnert wäre. Auch dieser Hund musste ein paar Stunden Schlaf nachholen und ist während seines Nickerchens zwischen die Sofakissen gerutscht, die ihn nicht mehr hergeben wollten.
Bevor ich die zweite Hälfte unserer Top-10-Liste beginne, möchte ich dich herzlich dazu einladen, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, indem du auf die Glocke klickst. So bleibst du bei unseren interessanten und speziellen Top 10 immer auf dem Laufenden. Übrigens wird die Glocke nur sichtbar, wenn du den Kanal abonnierst. Also, worauf willst du noch warten? Abonniere uns! Gießkanne. Wer an Klaustrophobie leidet, sollte bitte jetzt zu Platz 4 übergehen, denn dieses Bild löst selbst bei mir beklemmende Gefühle aus. Okay, ich übertreibe ein wenig. Aber der neugierige Hund wird das vielleicht anders sehen. Er war wohl zu durstig, um darauf zu warten, dass sein Besitzer seine Wasserschüssel befüllt. Oder war zufällig eine Eidechse in der Gießkanne gelandet? Wer weiß. Trotzdem ist es schon echt krass, dass er seinen Kopf da reinbekommen hat. Der Ärmste. Jemand sollte ihm schnellstmöglich da raushelfen. Ich habe ja schon Schweißperlen auf der Stirn. Hund gegen Stuhl. Unsere geliebten Freunde können sich meist kaum bremsen. Alles muss erschnüffelt und untersucht werden, egal was es kostet. Hunde denken meistens nicht an die Konsequenzen. Dieser Zeitgenosse guckt wie, der Stuhl hat angefangen. Klar, könnten wir jetzt auf ihn einreden und erzählen, dass er kein Welpe mehr ist und inzwischen etwas gewachsen ist, aber wir würden nichts außer einem schräg gelegten Kopf mit Hundeblick ernten. Dass der Stuhl gewonnen hat, ist uns schon klar. Aber ob dieser Hund es genauso sieht und lernt, dass er nicht mehr durchpasst? Lass mich in den Kommentaren wissen, was du über die Lernfähigkeit dieses Hundes denkst und ob er es irgendwann rafft, dass er erwachsen ist. Ich bin schon gespannt. Eine Runde abhängen. Manchmal durchsucht man das ganze Haus nach den Vierbeinern und sie geben keinen Pieps von sich, um sie dann an den unmöglichsten Orten zu finden. Lustig ist auch, dass sie einen dann anschauen, als wären sie die unschuldigsten Tiere der Welt und ihr Platz der normalste und bequemste aller Zeiten. Auch dieser Hund wollte einfach nur abhängen und eine Runde ausspannen, bis sein Nickerchen schief ging. Hund in der Spülmaschine. Dieser niedliche kleine Racker hat sich mit der Spülmaschine angelegt. Vielleicht wollte er Frauchen und Herrchen ja helfen und das Geschirr noch glänzender hinterlassen oder vielleicht wollte er eine Wellness-Gesichtsreinigung mit Dampf, der ihm gerade wohltuend entgegenkam oder vielleicht, ach, ich weiß es nicht, ich habe keine Idee. Wenn dir ein Grund dafür einfällt, schreib es in die Kommentare unter dem Video. Das könnte lustig werden, oder? Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Hund in Hecke. Endlich können wir den Pechvogel auf Platz 1 enthüllen, der nicht nur auf unserer Rangliste nach oben geklettert ist. Wie zur Hölle ist er nur da oben hingekommen? Das sieht man nicht alle Tage und man würde gerne fragen, was er da gesucht hat. Bevor ich Vermutungen anstelle, muss ich echt zugeben, dass ich mich vor Lachen gekugelt habe. Aber viel spannender ist, was deine Theorie zu dem Bild ist. Schreib es mir. Ich glaube, er hat zu lange fern gesehen. Zum Beispiel sowas wie Toy Story mit Buzz Lightyear und dessen Motto bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Dieses ambitionierte Ziel war wahrlich zu hoch gesteckt. Ihm ist anzusehen, dass er mit dem Ergebnis alles andere als zufrieden zu sein scheint. Und das war's mit dem Top 10 der Hunde, die an seltsamen Orten stecken geblieben sind. Durch all die ungewöhnlichen Bilder fällt es schwer zu glauben, dass unsere Vierbeiner eigentlich ständig nur Flausen im Kopf haben. Steckten deine Hunde jemals an merkwürdigen Orten fest? Wenn ja, füge dein Foto den Kommentaren bei, damit wir alle an deinem pelzigen Freund teilhaben können. Wenn dir diese Top 10 gefallen haben, solltest du uns einen Daumen hoch geben, damit wir für dich die absurdesten Listen erstellen können. Ich bitte dich nochmal, den Kanal zu abonnieren, um bei unseren Videos auf dem Laufenden zu bleiben und die Benachrichtigungen über die Glocke zu aktivieren. So verpasst du nichts. Wir warten auf dich. Bis zum nächsten Mal.